Also so etwas. Die Jungen liegen immer noch in ihren Betten. Und dabei ist heute Umzugstag in das Haus mit dem roten Dach. Das gibt es doch gar nicht. Ja, natürlich gibt es das. Du siehst es doch. Und außerdem, wie können wir denn wach werden, wenn uns keiner weckt? Wecken? Am Umzugstag braucht man doch nicht geweckt zu werden. Da wacht man von alleine auf, Peter. Du vielleicht, Molly. Ich aber nicht. Ich auch nicht. Mann, bin ich müde. Es ist ja noch mitten in der Nacht. Dreh ich mich noch einmal um. Es ist morgen und umgedreht wird heute nicht mehr. Jetzt kommt die ja auch noch an. Verschwindet aus unserem Zimmer. Aufstehen sollt ihr. Aufhören mit dem Lärm. Shirley, alle solchen Lärm können nur Frauen machen. Na, jetzt reicht's mir aber. Mir ist eben ganz egal, wie eure Sachen in den Möbelwagen und in das Haus mit dem roten Dach kommen. Mir auch. Mir auch. Mir schon lange. Was ist hier los? Nanu, ihr seid ja noch im Bett. Jawohl, das sind sie. Obwohl wir heute umziehen. Schlafmützen sind das. Wenn ihr nicht gleich ruhig seid, Ruhe, dann... Peter. Michael, es wird wirklich Zeit, dass ihr jetzt aufsteht. Das meine ich auch. Und ich meine, dass ihr Mädchen jetzt dieses Zimmer verlasst und euch um eure Sachen kümmert. Hurra, Vater, du bist richtig. Na, dabei wollten wir doch nur... Raus! Habt ihr Vater nicht gehört? Michael, du schläfst ja immer noch. Ich schlafe nicht, weil ich nicht schlafen kann bei diesem Lärm. In 5 Minuten will ich euch beide unten sehen. Wir werden zusammen frühstücken und dann werdet ihr euer Zimmer einpacken. Zimmer einpacken? Na ja, eure Sachen aus dem Zimmer einpacken. Und wenn ich noch einmal eine Frage aus deinem Mund höre, bevor du aufgestanden bist, dann... Ich stehe ja schon. Siehst du das nicht? Nanu, was sehe ich denn da? Ich sehe, dass dein Knie blutet. Mein Knie blutet nicht. Dein Knie blutet nicht? Natürlich blutet dein Knie. Zeig einmal her. Aber warum denn? Das ist mein Knie. Das ist dein Knie? Das weiß ich auch, dass es dein Knie ist. Darum sollst du es mir ja auch zeigen. Nein. Stellst du dich etwa an? Natürlich stellst du dich an. Aber warum denn? Darum brauchst du dich doch nicht anzustellen. Tu ich ja gar nicht. Wie sieht die Wunde denn aus? Aha, so sieht die Wunde aus. Wie bitte? Was machen wir denn da? Wir gehen in meine Wohnung und ich mache dir ein Pflaster drauf. Ist das denn nötig? Ob das nötig ist? Natürlich ist das nötig. Nun komm schon. Ich bleib lieber hier vor dem Haus. Du bleibst hier vor dem Haus? Dann hole ich das Pflaster eben raus. Mann, oh Mann, dass ich der begegnen musste. Was sagst du da? Ach, du hast gar nichts gesagt. Ach. So und so und zack. Ah, Mensch. Warum schreist du denn? Du brauchst doch nicht zu schreien. Es ist schon drauf, das Pflaster. Das merke ich. Ist es nicht gut? Natürlich ist das gut. Ach, wie heißt du eigentlich? Michael. Michael Jakob. Und Sie? Wie ich heiße? Ich heiße Zaunkönig. Frau Zaunkönig. Das ist aber ein komischer... Also ich muss jetzt aber gehen. Was ist denn daran so komisch? Nichts ist daran komisch. Ach, weißt du, wie spät es ist? Ich weiß es nicht, weil meine Uhr kaputt ist. Es ist 3 Uhr. Wenn ihre Uhr kaputt ist, dann mache ich sie wieder heil. Du machst sie wieder heil? Kannst du denn das? Na klar, ich bin noch ein Erfinder. Geben Sie mir die Uhr. Ich bin gut im Reparieren. Ich soll dir die Uhr geben? Ach, na gut, dann gebe ich sie dir. Morgen bringe ich sie wieder, wenn sie heil ist. Und vielen Dank. Ach, wofür dankst du mir denn? Du brauchst mir doch nicht zu danken. Also bis morgen, Michael. Also Mutter, wie hast du das nur geschafft? Das Haus mit dem roten Dach sieht schon aus, als würden wir hier seit Wochen wohnen und nicht erst ein paar Stunden. Ach, Richard, es gibt noch so viel zu tun. Jetzt ruh dich aber erst mal ein bisschen aus. Ah, das geht nicht. Wenn die Kinder kommen, dann müssen die oberen Zimmer auch eingerichtet sein. Ich helfe dir dabei. Und du hast mir schon genug geholfen. Du, ich glaube, eine Hilfe, ein Mädchen oder eine Frau, die könnte ich in diesem Haus gut gebrauchen. Und ein Zimmer ist oben übrigens auch noch frei. Das ist keine schlechte Idee. Aber eine geeignete Person zu finden, ist bestimmt nicht einfach. Ich werde mich einmal in der Gegend hier umsehen. Wonach willst du dich umsehen? Wenn man in ein Zimmer kommt, dann sagt man guten Tag und stellt keine neugierigen Fragen, Michael. Ich bin gar nicht neugierig. Ich wollte nur wissen, wonach Mutti sich umsehen will. Also, du bist doch neugierig, Michael. Aber du sollst es wissen.
Ich sehe mich nach einer Hilfe um. Mutter schafft die Arbeit in diesem großen Haus nicht mehr allein, verstehst du? Verstehe ich. Ich habe eine Hilfe für Mutter. Na, das ist doch großartig. Was hast du übrigens mit deinem Knie gemacht? Nur ein bisschen gestoßen. Und das Pflaster? Wie kommt das Pflaster darauf? Das hat mir Frau Zaunkönig darauf geklatscht. Und es hat überhaupt nicht wehgetan. Frau Zaunkönig? Wer ist denn das? Die habe ich heute getroffen. Und ihre Uhr mache ich jetzt heil. Tu das. Aber erst nach deinen Schularbeiten. Ja, doch. Hast du nicht gesagt, du hättest eine Hilfe für mich? Stimmt ja. Ich meinte Frau Zaunkönig. Du liebe Zeit. Wer sagt dir denn, dass sie zu uns kommen würde? Ich frage sie einfach. Halt. Das kommt nicht in Frage. Die Hilfe sucht sich Mutter ganz alleine aus und nicht unser jüngster Sohn. Dann eben nicht. Er kann sie doch einmal einladen, Richard. Und dann sehe ich mir seine Frau Zaunkönig an. Seid ihr alle satt? Ja, danke, danke. Oh, ja, und wie? Satt wie ein vollgefressener Bär. Im Haus mit dem roten Dach schmeckt alles viel besser. Puh, ich kann nicht mehr. Na schön, dann lasst uns abräumen. Bitte einen kleinen Moment. Ich habe euch noch kurz etwas zu sagen. Und zwar, Mutter braucht unbedingt eine Hilfe für unser neues Haus. Und deshalb kommt heute nach dem Abendessen... In wenigen Minuten... ...eine Frau, die sich Mutter einmal ansehen wird, ob sie zu uns passt oder nicht. Sie passt. Ob sie zu uns passt oder nicht. Und deshalb benehmt euch bitte wie zivilisierte Menschen. Oh, das wäre wirklich nicht schlecht. Also anständig, verstanden? Ja, ja. Ja, okay. Und nun, seid so lieb, räumt ab, ja? Es klingelt. Frau Zaunkönig ist schon da. Woher kennst du denn die Frau? Lass mal, Molly, das erkläre ich dir später. Michael, mach die Tür bitte auf. Und ihr benehmt euch... Anständig, ich weiß. Tag. Guten Abend, Frau Zaunkönig. Ach, weißt du, dass die Uhr wieder fantastisch geht? Ach, natürlich weißt du das. Guten Abend. Wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Frau Zaunkönig. Und ich bin Frau Jakob. Guten Abend. Bitte treten Sie näher. Und ich bin der Mann von Frau Jakob. Richard. Ja, und das sind unsere Kinder. Molly. Guten Abend. Shirley und Peter. Guten Abend. Hallo. Michael kennen Sie ja bereits. Oh, Sie sind aber eine große Familie, nicht? Große Familien mag ich gern. Ja, und eben weil wir eine so große Familie sind, braucht meine Frau eine Hilfe. Außerdem haben wir oben ein hübsches Zimmer, das Ihnen gehören würde. Und ein gutes Gehalt zahlen wir auch. Nicht wahr, Richard? Aber selbstverständlich. Was höre ich da? Ich höre wohl richtig. Sie würden mich als Hilfe nehmen? Sie waren mir gleich sympathisch. Wie soll ich es Ihnen nur erklären? Am besten, ich erkläre es Ihnen gleich. Ich kann aber meine Unabhängigkeit nicht aufgeben. Nein, das kann ich nicht. Das brauchen Sie auch nicht, Frau Zaunkönig. Aber nein, Sie haben Ihre Arbeitszeit ganz geregelt und so. Verstehen Sie mich richtig? Ich glaube, Sie verstehen mich richtig. Ich bekomme das Zimmer und statt Miete arbeite ich für Sie. Sozusagen, eine Hand wäscht die andere. Wissen Sie, was das ist? Das ist mein Lieblingssatz. Nun, Mutter, was sagst du dazu? Tja, wenn Frau Zaunkönig meint, dass es so geht, dann ist sie herzlich willkommen. Da seid ihr ja. Setzt euch bitte. Da will ich zuerst mit Molly Jakob reden. Ja, Herr Direktor. Und du bist so lange still, Peter. Ja, Herr Direktor. In 6 Monaten ist für euch die Schulzeit zu Ende. Und darum will ich mich heute mit euch unterhalten, was ihr dann machen wollt. Nun, Molly? Herr Direktor, ich möchte gerne Kindergärtnerin werden. Das ist eine sehr gute Idee. Ich nehme doch an, dass du Kinder sehr gerne hast. Aber ja, und wie? Das war auch eine dumme Frage von mir. Ich meinte ja auch bloß nur, hast du denn schon eine Stelle, Molly? Nein, Herr Direktor, noch nicht. Vielleicht kann ich dir da helfen. Wir haben seit einem Jahr ein neues Mädchengymnasium in der Nordstadt. Und an dieses Gymnasium ist auch eine Ausbildungsstätte für Kindergärtnerinnen angeschlossen. Ich werde dort mal anrufen. Soll ich das, Molly? Ach, das wäre wunderbar, Herr Direktor. Vielen Dank. Danke mir erst, wenn es auch geklappt hat. Ich hoffe aber, wir werden keine Probleme haben. Und nun zu dir, Peter. Was hast du nach der Schule vor? Ich werde studieren. So, so, studieren. Und was bitte? Medizin, Herr Direktor. Ich möchte gerne Arzt werden. Wissen das deine Eltern? So ein Studium kostet viel Geld. Mein Vater will mich unterstützen und vielleicht... Vielleicht? Was ist vielleicht? Vielleicht bekomme ich auch ein Stipendium. Das heißt, wenn Sie...
Wenn Sie, Herr Direktor, wenn Sie... Wenn ich mich dafür einsetze. Mhm, ja. Gut, Peter. Warum denn nicht? Du bist kein schlechter Schüler und ich sehe keinen Grund, dich nicht zu unterstützen. Aber du musst sehr, sehr fleißig sein. Auch jetzt in den Ferien. Das werde ich ganz bestimmt, Herr Direktor. Na, das ging ja schnell mit euch beiden, Jakobs. Grüßt eure Eltern. So. Ja, und schickt mir die beiden nächsten Kameraden oder Kandidaten rein, ja? Die Nachricht, die ich heute von unserem Geschäftsführer bekommen habe, heißt, ich soll nach Amerika. Richard, nach Amerika? Donnerwetter. Dann musst du ja weg von uns. Ja, Shirley, das muss ich wohl. Vorausgesetzt, ich fahre. Aber natürlich fährst du. Es ist doch dein Beruf. Wie lange bist du denn weg von uns? Das ist es ja. Ein halbes Jahr. Oh, Richard. Ein halbes Jahr? Na, ich brauche das Angebot ja nicht anzunehmen. Aber natürlich nimmst du es an. Ich habe nur einen Schreck bekommen. Ein halbes Jahr. Ich will es nicht, dass du ein halbes Jahr von uns weg bist. Ich will es auch nicht, Shirley. Die Sache ist nur so, wenn ich nach einem halben Jahr zurückkomme, werde ich Chef der Verkaufsabteilung. Donnerwetter. Peter, du sagst bloß immer Donnerwetter. Vater, ich glaube, du musst nach Amerika fahren. Jawohl, Peter, mein Junge, du hast recht. Vater muss fahren. Ich trenne mich höchst ungern von euch. Und dann auch noch für ein langes halbes Jahr. Aber auch das vergeht. Und wenn ich zurückkomme, erhalte ich auch mehr Geld. Und wir alle können uns mehr leisten. Ist doch klar, deine Karriere, Vater. Die Familie ist genauso wichtig, damit wir uns da auch richtig verstehen. Aber du bist ja auch groß und kannst Mutter viel helfen. Und ich? Bin ich etwa nicht groß? Ich kann Mutter genauso gut helfen. Ich schon lange. Helfen kann ich auch, aber... Kein Aber, Shirley. Beruf ist Beruf und... Wir haben ja auch noch unseren Zaunkönig. Na siehst du, Vater, so viele Helfer hat Mutter. Wir passen alle auf sie auf, ne? Na, das sieht ja so aus, als ob ich nur Hilfe brauche. Ihr müsst euch sehr gut betragen, damit Mutter mit euch keinen Ärger bekommt. Nun ist aber Schluss. Es geht hier nicht nur um mich. Du kannst beruhigt nach Amerika fahren, Richard. Ich werde mich, wie es sich gehört, um die Familie kümmern. So ist es gut. Und ihr versprecht mir, Mutter dabei zu helfen. Michael, rufe doch bitte Frau Zaunkönig. Ich bin doch schon da. Dann, Frau Zaunkönig, mein Mann muss für ein halbes Jahr nach Amerika. Bestehen da irgendwelche Bedenken? Natürlich bestehen da keine Bedenken. Die Reise kann Herr Jakob unternehmen. Bin ich nicht da für Sie? Natürlich bin ich für Sie da. Wann beginnt die Reise? In einer Woche. Richard, in einer Woche? Und wir sitzen hier herum und diskutieren. Ich werde sofort die Koffer packen. Und du, Molly, sieh nach der Wäsche Sie und... Sie regen sich doch nicht etwa auf. Nein, natürlich regen Sie sich nicht auf. Und was mache ich jetzt? Ach, Abendbrot mache ich jetzt. Denn was wird uns gut tun? Ein gutes Essen wird uns gut tun. Was ist schon ein halbes Jahr? Ein halbes Jahr ist... Also, Sie regen sich doch nicht etwa auf? Nein, natürlich regt sich hier keiner auf. Donnerwetter, der Zaunkönig ist ganz schön aufgeregt. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Herr Kollege. Bitte sehr. Danke. Die Jakob-Kinder Molly und Peter sind doch in dieser Klasse. Ja. Ah ja, da ist ja die Molly. Und Peter? Hier, Herr Direktor. Peter ist also auch hier. Kommt doch bitte mit mir vor die Tür. Vor die Tür? Herr Direktor, wir haben doch gar nichts ausgefressen. Nein, nein, das sagt doch keiner. Ich habe euch nur eine Mitteilung zu machen. Also kommt mit mir. Sie gestatten doch, Herr Kollege. Aber bitte sehr. So, ihr beiden. Ich muss euch leider etwas sagen, aber bitte bekommt keinen Schreck, hört ihr? Was ist denn los, Herr Direktor? Eine Frau Zaunkönig hat... Unser Zaunkönig? Also, Molly. Die Frau Zaunkönig hat bei mir angerufen und mich gebeten, euch sofort nach Hause zu schicken. Warum denn? Nun ja, die Frau Zaunkönig, heißt die Frau wirklich so? Also, sie hat gesagt, eurer Mutter geht es nicht so gut. Mutter geht es nicht gut? Eurer Mutter geht es auf einmal nicht gut und es sieht so aus, als müsste sie ins Krankenhaus. Mutter muss ins Krankenhaus? Nur für kurze Zeit, es ist nichts Ernstes. Nein, wirklich nicht. Und deshalb möchtet ihr doch bitte gleich nach Hause kommen. Ich gebe euch also frei. Morgen sieht dann alles schon ganz anders aus
Und ihr kommt wieder in die Schule, nicht wahr? Ja, was ist mit Shirley und Michael, Herr Direktor? Ach ja, die beiden habe ich ganz vergessen. Ich gehe sofort in ihre Klassen und schicke sie auch nach Hause. Ihr beiden geht jetzt aber schon. Eure Mutter möchte euch noch sehen, sie hat euch noch viel zu sagen. Ja, natürlich, weil Vater nicht nach Hause kommen kann. Er ist doch in Amerika. Also dann beeilt euch und grüßt eure Mutter. Und ich wünsche gute Besserung. Wollt ihr mir wohl mal alle zuhören? Natürlich wollt ihr mir alle zuhören. Also, ich war im Krankenhaus und habe eure Mutter besucht. Ja, und wie geht es ihr? Darf ich den Satz wohl mal zu Ende sprechen? Natürlich darf ich den Satz zu Ende sprechen. Eurer Mutter geht es besser. Oh, wie schön. Hurra, es geht ihr besser. Kann ich dazu noch etwas sagen? Natürlich kann ich dazu noch etwas sagen. Eurer Mutter geht es den Umständen entsprechend besser, aber sie darf keine Aufregungen haben. Im Krankenhaus wird sie doch keine aufregen, Frau Zaunkönig, oder? Jetzt will ich Nachrichten hören. Direktor Gray hat zu mir gesagt, Nachrichten bilden. Und das gilt auch für euch hier. Ach, geh bloß nicht so an. Nur weil du ein bisschen älter bist und ich vertrete schließlich Vater. Ein Glück, dass er das nicht hört. Hat sich auf dem Atlantik ein Schiffsunglück ereignet. Aus bisher noch ungeklärten Gründen stieß bei dichtem Nebel die Albion mit einem zurzeit noch unbekannten Schiff zusammen. Beide Schiffe versanken innerhalb von 3 Stunden. Der größte Teil der Passagiere konnte gerettet werden, da in der Nähe befindliche Schiffe die Schiffbrüchigen aufnehmen konnten. Wie ein Augenzeuge berichtete, versuchte die Albion nach dem Zusammenstoß beizudrehen, um von dem gerammten Schiff freizukommen. Das Manöver misslang und beide Schiffe havarierten ein zweites Mal. Soweit die Meldung. Und nun der Wetterbericht. Die Wetterlage. Von Osten her Eintrübung mit Neigungen zu Niederschlägen. Molly, hast du das gehört? Die Albion, ist das nicht das Schiff auf dem Vater? Aber ja, das ist das Schiff mit dem Vater. Frau Zaunkönig, das kann doch nicht stimmen. Wollt ihr mal ruhig sein? Natürlich wollt ihr ruhig sein. Nicht den Kopf verlieren. Auf der Albion, auf der Albion war euer Vater. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ich muss sofort seine Firma anrufen. Das ist zu spät. Die arbeiten doch jetzt nicht mehr. Was machen wir? Was machen wir denn nur? Ob Vater mit untergegangen ist? Wer denkt denn gleich so etwas Schreckliches? Natürlich denkt keiner so etwas Schreckliches. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt zu unserer Zeitung und die bekommen bestimmt raus, wo euer Vater ist. Haben Sie mir nicht eben gesagt, wie Sie heißen? Ja, zweimal schon. Ach, können Sie mir noch einmal verzeihen? Na, natürlich können Sie mir noch einmal verzeihen. Verzeihen Sie bitte, aber ich muss Sie unterbrechen, mein Fernschreiber-Ticker. Aha, da habe ich ja schon eine Antwort. Was ist es denn? Was ist es denn? Frau Zaunkönig, ich muss doch erst einmal abwarten, bis die Nachricht vollständig da ist. Also jetzt zum Beispiel. Aha. Was heißt aha? Was heißt aha, Herr Letter? Hören Sie zu, auf der Liste der geretteten Passagiere, also auf der Liste ist der Name Jakob nicht drauf. Aber das hat überhaupt noch nichts zu sagen. Ja, warum sagen Sie denn nichts, Frau Zaunkönig? Was soll ich denn darauf sagen? Natürlich kann ich darauf nichts sagen. Die Liste der geretteten Passagiere ist selbstverständlich noch nicht vollständig. Es kommt immer vor, dass noch nach Tagen Gerettete auftauchen. Auftauchen? Gerettete sich melden, die von fremden Schiffen geborgen worden sind oder irgendwo an Land geschwommen sind. Oder mitten im Atlantik an Land geschwommen? Ach so, natürlich. Frau Zaunkönig, ich weiß es doch selber nicht genau. Nur die Hoffnung darf man nie aufgeben. Das wissen Sie doch selbst. Also ich werde mit der Reederei der Albion in ständiger Verbindung bleiben. Das verspreche ich Ihnen. Außerdem werde ich unseren Korrespondenten in Amerika von dieser Suche nach Herrn Jakob informieren. Er kann bestimmt auch helfen. Wir werden alles tun, um Herrn Jakob wiederzufinden, glauben Sie. Warum tun Sie das alles, Herr Letter? Natürlich tun Sie das. Natürlich tue ich das, weil ich Redakteur bin und für meine Zeitung eine gute Geschichte brauche. Darum. Und weil Herr Jakob ein Bürger unserer Gemeinde ist und weil man doch helfen muss, oder? Das verstehen Sie doch. Ob ich das verstehe? Natürlich verstehe ich das. Also Sie können jetzt beruhigt nach Hause gehen. Sobald ich was Neues weiß, rufe ich Sie an. Und das Bild der Familie und von Herrn Jakob, das lassen wir doch bitte hier, ja?
Ich habe das Gefühl, Vater kommt nicht mehr wieder. Aber Peter, wie kannst du nur so etwas sagen? Hör mir mal sehr gut zu, Molly. Es sind 3 Wochen her und wir bekommen einfach keine Nachricht, dass er überlebt hat. Es wird höchste Zeit, dass wir den Tatsachen ins Auge sehen. Wie erwachsen du auf einmal sprichst. Wir beide müssen auch erwachsen sein. Wir müssen ab sofort die Familie unterstützen. Das Geld, was uns Vater zum Haushalt hier gelassen hat, ist bald zu Ende. Mutter ist noch im Krankenhaus. Sie kann uns nicht helfen. Sie darf auf keinen Fall erfahren, dass Vater auf der Albion... Dass Vater... Molly, Mutter erfährt es doch auch nicht. Was sollen wir nur tun? Wir suchen uns Arbeit. Während der Ferien müssen wir arbeiten. Na, und verdienen dabei Geld. Das ist ein guter Vorschlag. Ja, aber wie findet man Arbeit? Molly, wozu gibt es denn ein Arbeitsamt? Ach, ein Arbeitsamt für Kinder. Davon habe ich noch nichts gehört. Ich auch nicht. Na, siehst du. Dann sehen wir unter Stellenanzeigen im Tageblatt nach. Da sind auch nur Erwachsene mit gemeint. Dann weiß ich auch nicht weiter. Ich rufe einmal bei Frau Lessi an. Sie hat neulich beim Einkaufen so gestöhnt und gemeint, dass sie eine Hilfe für ihre Kinder braucht. Ach, vielleicht hat sie noch keine. Und ich kann während der Ferien auf die Kinder aufpassen. Ich lerne auch ein bisschen dabei, mit Kindern umzugehen. Ob sie dir auch Geld dafür gibt? Ja, das muss sie doch. Schließlich helfe ich ihr doch und passe auf die Kinder auf. Ich spreche mit dem netten Buchhändler von James & Morris. Kann ja sein, dass sie eine Aushilfskraft brauchen. Aber wir sagen davon Frau Zaunkönig und Shirley und Michael kein Wort. Verstehst du? Mhm. Sie würden sich nur unnötig ängstigen. Aber wenn wir jetzt täglich aus dem Hause gehen, dann merken sie es doch. Ach, es ist gar nicht so leicht, erwachsen zu sein. Aber es hilft nichts. Wir müssen die Familie unterstützen. Hoffentlich bleibt Frau Zaunkönig noch bei uns, wenn sie nun überhaupt kein Geld mehr von uns bekommt. Sie muss bleiben. Du kannst einem aber Angst machen. Wisst ihr, was ich sehr nett finde? Natürlich wisst ihr, was ich nett finde. Dass ihr mich zum Kaffee eingeladen habt. Vielen Dank, Shirley, und vielen Dank, Michael. Schmeckt der Kaffee? Und der Kuchen? Aber da braucht ihr doch gar nicht zu fragen. Natürlich schmeckt der Kaffee und der Kuchen. Fabelhaft. Oh, das ist schön. Das freut mich. Was habt ihr denn? Natürlich habt ihr was. Frau Zaunkönig, Sie dürfen uns nicht verlassen. Nein, Frau Zaunkönig. Das dürfen Sie nicht. Wer sagt denn sowas? Wer will euch denn verlassen? Natürlich will euch keiner verlassen. Das ist sehr nett von Ihnen. Wir dachten nur, weil Vater doch jetzt nicht da ist und Mutter auch nicht. Und weil wir doch so wenig Geld haben. Wir wollen jetzt Geld verdienen. Wir müssen auch die Familie irgendwie unterstützen. Was, höre ich da? Natürlich. Natürlich hören Sie richtig, Frau Zaunkönig. Ich habe auch schon eine Idee. Ich werde Uhren reparieren. Hä? Und wo bekommst du die Uhren denn her? Die besorge ich aus der Nachbarschaft. Nein, das mache ich. Ich hole die kaputten Uhren und du machst sie heil. Und dann bringe ich sie wieder weg. Und dann musst du auch Geld kassieren. Ja, das tue ich. Und davon kann dann die Familie leben. Und Frau Zaunkönig auch. Wisst ihr, was ihr seid? Natürlich wisst ihr, was ihr seid. Ihr seid meine. Wir sind ihre Kinder. Ja. Weil sie uns nicht verlassen. Und wenn Mutter aus dem Krankenhaus kommt, braucht sie nicht mehr so zu arbeiten wie früher. Hoffentlich kommt sie bald wieder nach Hause. Ach, wisst ihr, was ich euch noch gar nicht gesagt habe? Natürlich wisst ihr das nicht. Eure Mutter kommt schon nächste Woche aus dem Krankenhaus. Oh, wenn doch Vater auch wieder zurück wäre. Wer wird denn da traurig? Natürlich wird da keiner traurig. Ich danke euch für die Einladung. Aber ihr erlaubt doch, dass ich bezahle, nicht? Fräulein, bitte zahlen. Ob die Großen uns schon vermissen? Natürlich werden sie uns vermissen. Das Haus von Frau Lessi betrete ich nie wieder. So eine unmögliche Frau habe ich noch nie kennengelernt. Was ist denn los, Molly? Na, erzähl doch mal. Ich bin gerade dabei. Also, sie macht den ganzen Tag nichts anderes als telefonieren oder mit der Nachbarsfrau quatschen. Und ich muss mich um die Kinder kümmern, einkaufen gehen und Mittag machen. Und dann die ungezogenen Kinder. Da siehst du selbst, wie sowas ist. Ach, Peter, rede keinen Unsinn. Die Kinder sind laut und weinen und schreien, wann es ihnen passt. Und es passt ihnen immer. Und dann brüllt mich die Frau Lessi noch an und gibt mir die Schuld. Nein, da gehe ich nie wieder hin. Bei mir in der Buchhandlung war es auch nicht viel besser. Ich habe die Hälfte des Tages nur Tee gekocht und die übrige Zeit musste ich Besorgung für die Buchhändler machen. Private Besorgung. Und von mit Büchern zu tun haben, wie der Chef gesagt hat, keine Spur. Die Erwachsenen können ganz schön gemein sein. Hoffentlich ist es unseren beiden Kleinen besser ergangen. Überhaupt nicht. Aber wir sind nicht eure Kleinen. Na, was ist euch denn passiert?
Ach, überall in der Nachbarschaft, wo ich nach kaputten Uhren gefragt habe, haben mich die Leute nur komisch angeguckt. Und statt mir die Uhren zu geben, nur Fragen gestellt. Na, ein paar Uhren hast du doch mitgebracht. Aber manche davon kann man überhaupt nicht mehr heil machen. Und ich muss das den Leuten sagen. So was Blödes. Also Geld verdienen ist ganz schön schwer. Eine Frau hat gleich geschrien. Kinderarbeit ist doch verboten. Wissen eigentlich deine Eltern davon, was du hier machst? Dumme Ziege. Das darfst du nicht sagen, Shirley. Warum denn nicht? Wenn es doch stimmt. Morgen müssen wir es nochmal versuchen. So schwer es uns auch fällt. Na, und wenn Frau Lessie wieder so böse ist? Du brauchst dir doch nicht alles gefallen zu lassen. Da hat Michael recht. Dann lasst uns zu Frau Zaunkönig gehen. Ich habe Hunger. Ich auch. Kommt, wir helfen ihr beim Tischdecken. Ich bin ganz gerührt. Es war eine tadellose Ordnung, die hatten wir früher nie. Das stimmt nicht, Mutter. Wir waren immer ordentlich. Na schön, aber heute seid ihr noch ordentlicher. Das liegt an Frau Zaunkönig. Die gute, treue Seele. Es ist ein Glück, dass wir sie haben. Und wir behalten sie auch. Das hat sie uns ganz fest versprochen. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Ich werde ihr gleich noch einmal danken für ihre große Hilfe, während ich leider nicht hier sein konnte. Jetzt bist du ja wieder hier, Mutter. Ja. Und ich hoffe sehr, dass ich auch nie wieder von hier fort muss. So, Kinder, nun hört mir mal zu. Für morgen habe ich einen kleinen Plan. Wie wäre es, wenn wir alle einen kleinen Spaziergang unternehmen würden? Ich war so lange nicht im Wald und der Arzt hat mir viel Bewegung empfohlen. Erst natürlich ganz langsam, aber trotzdem können wir morgen doch damit beginnen. Was meint ihr? Also, Mutter, das ist so. Morgen kann ich nicht. Ja, ich auch nicht. Leider. Leider nicht. Ich habe auch etwas vor. Ich auch. Ihr habt alle vier etwas vor? Und was ist es denn, wenn man fragen darf? Och, nichts Besonderes. Naja, nur so, du brauchst dich nicht zu sorgen. Und du, Michael, was hast du denn vor? Ich? Ja, du. Ich muss ins Gartenhaus. Und ich helfe ihm dabei. Du hilfst Michael, ins Gartenhaus zu kommen? Also was ist hier eigentlich los? Nun raus mit der Sprache. Nichts ist los. Wir sind nur so im Gartenhaus. Nur so. Würdet ihr bitte sofort mit dem Versteckspielen aufhören? Ich möchte gerne wissen, was ihr beiden dort wollt. Michael repariert doch Uhren und ich bringe sie weg und hole neue und... Was macht ihr? Peter, erklär mir das bitte. Wir haben alle etwas vor. Peter, bitte. Es ist schwer zu formulieren. Dann sag es einfach. Wir vier haben alle einen Job angenommen. Jeder hat eine Arbeit und da müssen wir morgen nun... Ihr habt Arbeit? Ihr arbeitet? Wir müssen doch die Familie unterstützen. Na, weil Vater doch nicht da ist. Und du doch nicht da warst. Aber ich bin wieder da. Und Vater kommt auch wieder. Jedenfalls, das Geld, das Vater hier gelassen hat, ist bald aufgebraucht. Und deshalb haben wir beschlossen, Geld zu verdienen. Für die Familie. Das ist ja eine tolle Geschichte. Was seid ihr doch für eine... Also mir fehlen glatt die Worte. Aber arbeiten müsst ihr jetzt nicht mehr. Ich gehe gleich morgen in Vaters Büro und werde die Sache mit dem Geld klären. Es wird sowieso höchste Zeit zu erfahren, warum Vater sich nicht meldet. Mutter, einmal musst du es ja doch erfahren. Was muss ich denn noch erfahren? Das ist ja ein Tag voller Überraschungen. Ach, sag du es, Peter. Mutter... Bekomm bloß keinen Schreck. Nun sag es schon. Dann kann ich es mir immer noch überlegen, ob ich einen Schreck bekomme oder nicht. Mutter, es ist nichts Lustiges. Peter, bitte. Mutter, die Albion, auf der Vater nach Amerika fuhr... Was ist mit der Albion? Sie hatte auf dem Atlantik einen Zusammenstoß mit einem anderen Schiff. Viele Passagiere und Leute von der Besatzung wurden gerettet. Und Vater? Vater ist seitdem verschollen. Vater kommt wieder. Ich fühle es ganz genau. Vater kommt wieder. Macht euch keine unnötigen Sorgen. Wenn Vater etwas passiert wäre, dann würde ich das fühlen. Nein, nein. Vater kommt wieder. Und wir, Mutter, können wir nun zu unserer Arbeit? Ja, das müsst ihr doch wohl. Denn was man angefangen hat, das muss man auch zu Ende führen. Aber nur, solange Vater noch nicht da ist. Ach,
Ach, Frau Jakob, guten Tag. Das ist aber nett, dass Sie sofort gekommen sind. Das nennen Sie nett? Das ist doch wohl selbstverständlich, Herr... Letter ist mein Name. Herr Letter. Ich habe Ihnen eine erfreuliche Mitteilung zu machen, aber eins nach dem anderen. Dann fangen Sie mal an. Ja, natürlich. Ja, also, ich habe doch von Frau Zaunkönig, komischer Name, nicht? Entschuldigen Sie, also von dieser Frau Zaunkönig ein Foto von Ihrer Familie bekommen. Von meiner Familie? Ja. Wo hat sie denn das hier? Ja, also dieses Foto jedenfalls habe ich zu unserem Korrespondenten nach Amerika geschickt. Als er es gesehen hatte, erinnerte er sich an ein Foto, das in einer amerikanischen Zeitung veröffentlicht wurde. Und dann suchte er diese Veröffentlichung, fand sie und schickte sie mir zu. Hier ist sie. Das sind ja meine Kinder. Ja, lesen Sie doch mal den Text unter dem Bild, Frau Jakob. Ich bin so aufgeregt, ich kann... Ich lese es Ihnen vor. Wer kennt diese vier Kinder? Die durch Meerwasser verdorbene Fotografie gehört einem der Überlebenden der untergegangenen Albion. Er nennt sich Harrison, hat jedoch durch Schreckeinwirkung sein Gedächtnis verloren und kann sich an nichts vor dem Unglück erinnern. Es ist daher denkbar, dass sich der Mann, ohne es zu wissen, einen falschen Namen zugelegt hat. Der einzige Schlüssel zu seiner Identifizierung ist das oben stehende Foto, das bei dem Mann gefunden wurde. Wer kennt die vier Kinder? Meldungen darüber nimmt jede Polizeidienststelle und die Redaktion entgegen. Das sind meine Kinder. Wir müssen sofort etwas unternehmen, Herr Letter. Sofort. Meinem Mann muss sofort geholfen werden. Ja, Frau Jakob, ich habe sofort etwas unternommen. Ich habe unserem Korrespondenten benachrichtigt und der ist sofort kilometerweit gefahren. Ach, was sage ich, geflogen? Amerika ist ja so groß. Herr Letter, bitte. Er ist zu Ihrem Mann. Es ist also wirklich Ihr Mann. Aber daran besteht doch nicht der geringste Zweifel. Er ist zu Ihrem Mann ins Krankenhaus geflogen, hat ihm zusammen mit dem Arzt das Familienfoto gezeigt und... Ein Wunder, ein großes Wunder. Ihr Mann hat alle erkannt und sein Gedächtnis wiedergefunden. Das ist... Oh, das ist wirklich ein Wunder. Ja, Ihr Mann wusste sofort, wer er wirklich ist. Und sein erster Gedanke war, ich muss sofort nach Hause. Erzählen Sie weiter. Was sagen die Ärzte? Kann ich mit meinem Mann telefonieren? Ach, die Ärzte, Frau Jakob, sehen keine Notwendigkeit, Ihren Mann noch länger im Krankenhaus zu behalten. Wie kann ich ihn erreichen? Ihr Mann ruft Sie heute noch an. Unser Korrespondent hat sich mit seiner Firma in Verbindung gesetzt und die haben beschlossen, ihn so schnell wie möglich nach Hause fliegen zu lassen. Oh. Na, ist das nicht fabelhaft? Ach, großartig ist das. Oh, vielen Dank, Herr Leder. Jetzt muss ich schnell nach Hause und die Kinder von ihrer Arbeit zurückholen. Ja, bitte? Ihre Kinder arbeiten? Ja. Weil mein Mann nicht da war und ich im Krankenhaus, da meinten sie, die Familie unterstützen zu müssen und nahmen alle vier eine Arbeit an. Oh, ja. Das ist ja eine sensationelle Geschichte, ja. Frau Jakob. Darüber und über die Rettung Ihres Mannes darf ich doch schreiben, ja? Ich muss es einfach. Das ist eine einmalige Geschichte für mich und die Zeitung. Ich kann Sie wohl daran nicht hindern, Herr Letter. Schließlich haben Sie uns auch sehr viel geholfen. Wie ist denn bloß das Foto nach Amerika gekommen? Ja, Frau Zaunkönig! Das war Frau Zaunkönig, Vater! Frau Zaunkönig war das! Ja, ich habe es nun verstanden. Vielen Dank, Frau Zaunkönig. Ich glaube, das war meine Rettung. Was höre ich da? Das will ich aber gar nicht hören. Natürlich will ich es gar nicht hören. Erzähl weiter, Vater, bitte. Der Korrespondent der Zeitung brachte das Foto in das Krankenhaus. Und der Arzt kam damit gleich zu mir und fragte mich, erinnern Sie sich an Ihre Kinder, an Ihre vier Kinder? Erinnern Sie sich an Molly? An Shirley, an Peter und Michael. Erinnern Sie sich an Ihre Frau. Erinnern Sie sich an Ihren Namen. Ihr Name ist Jakob. Und dann hat er immer wieder den Namen Jakob gesagt. Und dann, Vater? Und was war dann? Dann hat er mir das Foto gezeigt. Und wie ich euch alle gesehen habe und er noch einmal eure Namen aussprach, da machte es plötzlich Klick in meinem Kopf, wie bei einer Kamera, die ein Bild aufnimmt. Und dann kam mein Gedächtnis wieder zurück und ich wusste, wer ich wirklich war. Armer Richard. Ach, ich bin reich, Mutter. Ich bin wieder zu Hause, bei euch. Ohne dich war es gar nicht schön. Lass doch Vater weitererzählen. Da gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Als mein Gedächtnis wieder da war, habe ich gesagt, ich bin Richard Jakob und ich will sofort zu meiner Familie. Nun, deine Familie hat inzwischen auch viel erlebt, Richard. Mutter war krank. Das weiß Vater schon. Aber einen Schreck habe ich schon bekommen. Einen großen Schreck sogar. Richard. Die Kinder wollten in ihren Ferien Geld verdienen. Aber warum denn das? Sie wollten die Familie unterstützen. Oh, die Idee ist großartig. Aber hat's denn auch geklappt? Nee, Vater, überhaupt nicht. Bei mir in der Buchhandlung hat man mich behandelt wie, na, ich
Ich will's lieber nicht sagen. Ausbeuten nennt man sowas. Na und die Frau Lessie hat mich als Kindermädchen angestellt. Und was musste ich machen für die paar Pfennige? Den ganzen Haushalt musste ich machen. Also das hätte ich von Frau Lessie nicht gedacht. Und ihr beide, ihr seht auch nicht gerade glücklich aus. Ich habe Uhren repariert. Die hatte ich aus der Nachbarschaft besorgt. Und weiter? Na, alle Uhren waren überhaupt nicht mehr zu reparieren. Da haben die Leute aber gemeckert. Und der Uhrmacher hat auch ganz schön geschimpft, als er von meiner Werkstatt erfuhr. Du siehst, Richard, deinen Kindern hat man es nicht gerade leicht gemacht, als du weg warst. Nun bin ich ja wieder da. Und den Rest der Ferien werden wir gemeinsam genießen. Und gearbeitet wird ab sofort nicht mehr. Und das bisschen Geld, das ihr euch so schwer verdient habt, kommt nicht in die Familienkasse. Das könnt ihr behalten. Die Familie wird nicht so schnell verhungern. Haben Sie Hunger gesagt? Natürlich haben Sie Hunger gesagt. Ach, da werde ich mal an das Essen denken. Für meine Familie unterm roten Dach.